Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute gibt es eine Rezension und zwar zu Verliere mich nicht von Laura Kneidl. Verliere mich nicht von Laura Kneidl ist der zweite Band einer Reihe. Oh, es blendet total, man sieht es gar nicht richtig. Ja, also es ist der zweite Teil einer Reihe und zwar Berühre mich nicht war Band 1. Wenn ihr den nicht gelesen habt, dann schaltet jetzt bitte ab, weil ich kann euch nicht erzählen, worum es hier geht. Wenn ihr den ersten nicht gelesen habt, dann würde ich total spoilern, was im ersten passiert und das wollen wir doch alle nicht. Und ihr müsst es unbedingt lesen. Das, also den ersten Teil, den müsst ihr unbedingt lesen. Da gibt es auch schon eine Rezension. Die kann ich mal einblenden. Deswegen, verschwindet. So, kommen wir zu Verliere mich nicht. Das Buch ist im Lux Verlag erschienen und kostet 12,90 Euro und hat viele Seiten. 478 Seiten. Hier geht es um Sage und Luca. Sage hat ja Luca im ersten Band ziemlich übel verlassen und stehen lassen und es hat mir das Herz zerbrochen, was sie am Ende von Teil 1 gemacht hat. Und ja, und es war ja bei vielen so. Und ich glaube, es war der krasseste Cliffhanger, den es überhaupt gibt. Ich habe eigentlich nie ein Problem mit Cliffhangern, aber hier war es das. Und ja, da mussten wir ja ein bisschen auf das Buch warten. Es ist jetzt am 26. Januar offiziell erschienen. Bei mir kam es schon ein paar Tage früher an. Ich habe es bei Thalia vorbestellt gehabt. Dieses Buch schließt direkt an Band 1 an. Also man erfährt direkt, was jetzt Sage nach ihrem Abgang gemacht hat. Und ja, sie hat sich dafür entschieden, dass es besser für Luca ist, wenn sie getrennte Wege gehen und er besser sich eine andere sucht. Nun ja, und sie möchte das auch weiterhin durchziehen, nur ob das so klappt, müsst ihr selber lesen. Also ja, ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben, einem Stern weniger als dem ersten Teil. Mehr möchte ich nicht zur Geschichte sagen, weil das würde ich auch wieder so viel spoilern. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben, weil mich einige Dinge gestört haben. Also es waren diesmal auch wirklich einige Dinge. Im Band 1 hat mich ja schon was gestört. Wenn man eine Rezension gesehen hat, wird das wissen. Und zwar die ganze Geschichte um April hat mich gestört. Ich war verliebt in April und mit April war nichts los in Band 1. Ganz ehrlich, das war... Für mich war April nur ein Lückenfüller. Ein Lückenfüller, damit sich Luca und Sage irgendwie kennenlernen konnten. Für mich war April absolut sinnlos. Und dabei mag ich April wirklich gerne. April war aber praktisch nie existent. Es geht immer zu krass um Sage und Luca. Natürlich soll es um Sage und Luca gehen. Es geht ja um ihre Liebesgeschichte. Aber wieso schreibt man dann April überhaupt rein? Also... Ich meine, in Band 1 wurde ja schon sowas angedeutet mit Aprils Chef. Und es wurde immer nur Sachen angedeutet. Es wurde nie irgendwie erweitert. Also, und auch hier war es wieder so. Hier kamen noch andere Charaktere hinzu. Also, worüber man vielleicht noch gerne mehr erfahren hätte. Auch hier hat mich gestört. Megan hatte nämlich eine Entscheidung zu treffen. Und wir erfahren nie, welche Entscheidung sie getroffen hat. Also, es ist keine große Sache mit Megan. Das ist einfach nur so ein Nebensatz gewesen. Aber mich stört es. Ich würde jetzt gerne wissen, was mit Megan ist. Weil Megan mochte ich natürlich auch immer. Also, am liebsten hätte ich, dass sie irgendwie noch einen Teil rausbringt oder so eine kurze Story, was jetzt mit den Nebencharakteren eigentlich passiert ist. Wie bei Maybe Someday von Colleen Hoover. Die hat ja dann noch Maybe Not rausgebracht. Und da wurde dann nochmal erklärt, was mit den Nebencharakteren ist. Und das würde ich ganz gut finden, weil das hat mich wirklich gestört, dass ich über die Nebencharaktere nichts mehr erfahren habe. Und was mich auch noch gestört hat, war der Wandel, den die Personen in diesem Buch vollziehen. Also ich hatte das Gefühl, als ich das Buch angefangen habe, es sind zwei komplett neue Personen. Und es sind nicht mehr Sage und Luca aus Band 1. Und das hat mich ein bisschen schockiert, weil dafür ist zu wenig passiert. Also, ja. Ich bin kein Fan von dem Ende. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man ein Ende schreibt mit einem zeitlichen Abstand. Oder
gerade auch am Anfang. Ich hätte mir auch am Anfang gewünscht, dass da vielleicht einfach ein bisschen Zeit verstrichen ist, bevor es weitergeht. Dass man vielleicht sagt, okay, Sage und Luca haben jetzt 2 Monate Abstand voneinander genommen und jetzt geht es mit der Geschichte weiter. Aber da es direkt im Anschluss ist, ging mir persönlich das alles viel zu schnell. Viel zu schnell und ja. Und auch am Ende ging es mir viel zu schnell. Also es war, keine Ahnung, ich finde, man hätte auch irgendwie... Ich weiß, mit der Geschichte muss es halt irgendwann mal so ein bisschen Fahrt aufnehmen, weil sonst kann man noch 20 Teile über Sage schreiben. Weil Sage hat nun mal ein paar Probleme, die man nicht mit einem Schnipsen lösen kann. Aber trotzdem hat es noch 4 Sterne von mir bekommen. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich es schrecklich fand. Die Geschichte war trotzdem toll und ich bin trotzdem verliebt in Luca. Und der Schreibstil von Laura Kneidel ist 1A, also wirklich. Aber wie gesagt, meine Kritikpunkte waren echt der Anfang, zeitliche Abstände hätte ich viel lieber gehabt und die Nebencharaktere. Ich finde es sehr traurig mit den Nebencharakteren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.